Kill-Death-Ratio von 6 zu 1 und die ganze virtuelle Trophäensammlung leuchtet in Platin und Gold, dann wird es Zeit, sich den wirklichen Herausforderungen in der Realität zu stellen. Aber natürlich nur mit Controller in der Hand. Denn Steam quillt förmlich über vor absurden Simulationen und wir sind uns natürlich für nicht zu schade, um euch die Creme de la Creme davon zu zeigen. Airplane Mode garantiert 6 Stunden Spielspaß, wenn ihr auf Folter steht, denn so lange dauert der hier simulierte Langstreckenflug über den Atlantik. Dabei sitzt ihr aber nicht im Cockpit, sondern irgendwo hinten in der Economy Class, denn hier wird nicht das glamouröse Leben als Busfahrer der Lüfte simuliert, sondern die schnöde Existenz als normaler Passagier, der einfach nur will, dass der Flug endlich vorbei ist. Ab und an gibt's was zu essen, auf dem kleinen Monitor vor euch laufen Werbevideos und in den Magazinen vor euch dürft ihr auch rumblättern. Und das war's. Wie im echten Leben eben auch. Im Gang rumlaufen ist allerdings nicht. Aber wenigstens mal zu euren Sitznachbarn rüberschielen, die aber in ihrer ganz eigenen Economy-Class-Langstreckenflughölle gefangen sind. Jeder neue Spieldurchgang soll übrigens dadurch Abwechslung bringen, dass Mahlzeiten nicht immer zu den identischen Zeiten serviert werden. Bin mir aber nicht sicher, ob ich so viel Spannung und Ungewissheit wirklich aushalten kann. Allerdings ist mehr als fraglich, ob es wirklich ausreichend Magazine an Bord gibt, damit ihr nicht wieder und wieder dieselben langweiligen Artikel lesen müsst. Aber immerhin habt ihr zu Hause mehr Beinfreiheit als im Flieger, oder? Habt ihr doch, oder? Falls nicht, dann F für Respekt für euch. Wer räumt die ganze Sauerei eigentlich weg? Wenn diese Frage im Raum steht, geht's eigentlich immer bloß darum, dass ich die Küche auch sauber machen soll, nachdem ich gekocht habe. Aber wenn ich ein kaltblütiger Weltraumsöldner wäre, der Horden von fiesen Alienmonstern wegballert, dann würde niemand diese Frage stellen. Denn dann würden die Raumstation-Hausmeister einfach alles blitzblank putzen und auf Hochglanz polieren. Denn dafür sind sie ja da. Und das ist jetzt keine wilde Weltraumfantasie von mir, also naja, ist es schon irgendwie, aber auch das Gameplay von Viscera Cleanup Detail. Hier schlüpft ihr in die Rolle von Space-Reinigungskräften, die ihren Putzlappen schwingen, um die Überreste von einer erfolgreich abgewehrten Alien-Attacke wegzuwienern. Neben abgetrennten Körperteilen von Gegnern aufsammeln, müsst ihr auch die Erste-Hilfe-Kästen an den Wänden wieder befüllen, Einschusslöcher in den Wänden verspachteln und natürlich die ganzen Blut- und Eingeweidespritzer wegwischen. Aber auf keinen Fall vergessen, vorher das Achtung feuchter Fußbodenschild aufzustellen, sonst gibt's Ärger. Nach eurem Putzeinsatz gibt's dann noch eine abschließende Einsatzbesprechung, bei der ihr erfahrt, wie gründlich ihr geputzt habt und ob jemand über einen der vergessenen Putzeimer gestolpert oder sogar an einer liegen gelassenen Patronenhülse erstickt ist. Ja, und ihr dachtet, es gibt keinen Reinigungskraft im Weltraumsimulator. Alle vorgestellten Simulatoren hier haben eins gemeinsam. Je nach Humorlevel sind sie mehr oder weniger witzig. Aber das trifft auf den Drowning Simulator definitiv nicht zu. Denn hier wird nichts anderes simuliert als Ertrinken. In First-Person-Perspektive stürzt ihr durch ein Missgeschick ins Meer und versucht verzweifelt in dem eiskalten Wasser nicht zu ertrinken. Aber kleiner Spoiler vorab, es wird nicht gelingen. Ihr könnt bloß den Todeskampf verlängern, indem ihr wie wild mit dem Mausrad scrollt, was den Überlebenskampf bloß intensiviert. Aber sehr schnell schwinden schon die Kräfte und es geht abwärts, immer weiter Richtung Meeresgrund. Der Hinweis, dass man immer eine Rettungsweste tragen sollte auf hoher See, erscheint definitiv zu spät, aber beim nächsten Ausflug mit dem Boot weiß man dann wenigstens Bescheid. Beim Drowning Simulator handelt es sich übrigens um eine Marketingaktion eines Jackenherstellers und ob ihr diese Aktion zynisch, skrupellos oder einfach nur gelungen findet, hängt natürlich einzig und allein von eurem eigenen moralischen Kompass ab. Ob Hateful Boyfriend wirklich eine Simulation ist oder nicht, darüber werden sich Wissenschaftler auch noch in künftigen Generationen streiten. Für uns ist Hateful Boyfriend aber ganz eindeutig ein Taubenflirt-Simulator. Ja, richtig gehört. In Hateful Boyfriend sucht ihr nach eurem gefiederten Seelenverwandten. Denn auch diese Ratten der Lüfte haben Gefühle. Und als ob das nicht schon absurd genug wäre, ihr selbst seid in dem Spiel, bei dem man am liebsten Anführungszeichen in die Luft machen will, wenn man Spiel sagt, nämlich keine Taube, sondern ein ganz normaler Mensch. Tauben im Park füttern scheint euch aber irgendwann nicht mehr gereicht zu haben und jetzt wollt ihr mehr. Das allmähliche Verlieben wird hier durch seitenweise Text simuliert, den ihr geduldig durchklicken könnt, bis ihr nach rund 2 Stunden erfahrt, ob eure aufkeimende Vogelromanze ein Happy End hat oder nicht. Dazwischen könnt ihr ein paar nahezu egale Entscheidungen treffen und am Ende wird klar, dass Hateful Boyfriend auf etwas ganz anderes hinaus will, als man am Anfang denkt. Aber um zu erfahren, was das ist, müsst ihr viel Leidensfähigkeit mitbringen. Aber hat ja auch niemand behauptet, dass ein Taubenflirt-Simulator Spaß machen würde. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer von mir selbst, der viele Lichtjahre von der Erde entfernt unterwegs ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Ach nee, ich bin ja einfach bloß der Mechaniker und muss hier den Rover zusammenflicken, mit dem die echten Entdecker und Wissenschaftler anschließend den Planeten erforschen. Die Grundidee von Rover Mechanic Simulator ist grandios. Enttäuschend. Statt mit dem detailverliebten Rover selbst über die bucklige Marsoberfläche zu tuckern, verlasst ihr niemals den planetaren Geräteschuppen. Stattdessen müsst ihr den Mars-Rover reparieren und warten, damit er immer im Top-Zustand ist. Und dazu könnt ihr euch Ersatzteile aus dem 3D-Drucker besorgen, mit den Deckenlaufkränen und Lötkolben hantieren und, nach fortgeschrittener Spielzeit,
Zeit auch eure Werkzeuge upgraden. Und das ist dann auch das einzige Zugeständnis an ein Spiel, denn stellt euch das mal im echten Leben vor. Ja, hallo, kümmern Sie sich bitte um unseren sündhaft teuren Mars Rover. Das wäre nämlich richtig kacke, wenn der jetzt kaputt geht, weil wir haben ja auf dem Mars auch nur einen davon. Ach, richtig geiles Werkzeug? Nee, das müssen Sie sich erst verdienen. Davon abgesehen entsteht aber ein fast schon meditativer Spielfluss, wenn ihr den Mars Rover in alle Einzelteile zerlegt und wieder zusammenbaut. Aber wenigstens ein Fenster mit Blick auf den Mars wäre schön gewesen. Das gönnt uns Rover Mechanic Simulator aber einfach nicht. Dafür aber 1152 Schrauben und 437 einzelne Teile, deren korrekte Position wir uns am besten einfach auswendig merken sollten. Steht ihr auf spektakuläre Abenteuer in Open-World-Szenarien? Dann haben wir das perfekte Spiel für euch. Falls ihr unter spektakulären Abenteuern rumgucken mit dem Staubsaugerroboter versteht und unter Open-World ein Wohnzimmer. Denn der Robot Vacuum Simulator lässt euch endlich hautnah erleben, was euer Staubsaugerroboter den ganzen lieben langen Tag an Abenteuern erlebt. Da es sich aber um eine Hardcore-Simulation handelt, werden die spannenden Themen, wie die von Böhmermann aufgeworfene Frage, ob man den Staubsaugerroboter wegräumen sollte, wenn die Reinigungsfachkraft kommt, damit sich die beiden nicht begegnen, leider nicht in einem dramatischen Story-Modus behandelt. Kommt ja dann vielleicht noch in Robot Vacuum Simulator 2. Und wo wir gerade beim Thema sind, was wir uns noch von künftigen DLCs, die natürlich niemals erscheinen werden, wünschen: Hundekacke verschmieren mit dem Staubsaugerroboter, Vasen umwerfen mit dem Staubsaugerroboter, ins Gesicht von krabbelnden Babys reinfahren mit dem Staubsaugerroboter, aus Versehen den Hamster einsaugen mit dem Staubsaugerroboter. So, und jetzt muss ich für den Rest meines Lebens hoffentlich nie wieder Staubsaugerroboter sagen. Falls es euch zu stressig sein sollte, als Staubsaugerroboter durch fremde Wohnungen zu düsen, dann ist der Rock Simulator im wahrsten Sinne des Wortes euer Fels in der Spielspaßbrandung. Denn hier wählt ihr einfach nur einen Felsen, aber dafür in mehreren Szenarien. Und aus mehreren Perspektiven könnt ihr euch selbst als Fels auch betrachten. Die Grafik könnte zwar besser sein, aber das Spiel ist halt auch schon, haltet euch fest, steinalt. Beim Release von Rock Simulator in 2014 gab es übrigens eine kleine Kontroverse, weil viele User die Befürchtung hatten, dass Quatschprojekte wie Rock Simulator dazu führen, dass Steam förmlich geflutet wird mit minderwertigen Spielen. Wie wir inzwischen wissen, sie hatten damit recht. Aber der Rock Simulator ist nach wie vor mit unerschütterlicher Ruhe am Start und wartet auf ahnungslose Käufer, die über ihn stolpern. Und bei uns hat dieser Simulator sowieso einen Stein im Downloadbrett. Was macht denn der Hipster da mit der Kettensäge? Was auf den ersten Blick nach Amoklauf im Volkspark Friedrichshain aussieht, ist in Wirklichkeit ein hochseriöser Versuch, den altehrwürdigen Beruf des Holzfällers in die virtuelle Welt zu transportieren. Denn während jahrelang der Beruf des Fischers als gefährlichster Job der Welt galt, wurde er 2014 vom Holzfäller abgelöst. Von 100.000 Holzfällern kommen immerhin 127,8 ums Leben, wegen fallender Bäume, scharfer Kettensägen oder Abstürzen vom Baum. Bei Fischern liegt die Todesquote bei nur 119 Todesfällen pro 100.000 Fischern. Über nicht tödliche, aber immerhin schwere Verletzungen durch Finger, nicht im Po Mexiko, sondern direkt in der Kettensäge, gibt es leider keine verlässlichen Statistiken. Oder wir finden sie einfach nicht. Aber hey, wenigstens finden wir Spiele wie den Woodcutter Simulator. Außerdem können Holzfäller nicht im Homeoffice arbeiten, sodass Spiele wie der Woodcutter Simulator echte Lebenshilfen bieten für alle eingefleischten oder angehenden Hobbyholzfäller. Fast schon unglaublich, wie viel Spaß Speaking Simulator macht. Leider nur für ein paar Stunden, aber das hier ist alles so sagenhaft schön behämmert. Im Prinzip steuert ihr bloß Mund und Lippen und findet auf diese Weise schnell heraus, wie schwierig und komplex Sprache in Wirklichkeit ist. Denn in Wirklichkeit seid ihr gar kein Mensch, sondern ein Roboter. Kein Staubsaugerroboter, sondern ein Roboter, der alle Menschen unbedingt davon überzeugen will, dass er garantiert kein Roboter ist. Und wie würde das besser gehen, als sich in möglichst viele soziale Situationen zu stürzen, statt einfach still und leise zu Hause zu sitzen? Übrigens sind fürs Sprechen rund 100 Muskeln zuständig, die das Zusammenspiel aus Zunge, Lippen, Kehlkopf, Gaumen, Rachen und Lunge koordinieren. Dementsprechend schnell hört sich das alles bei Fehlbenutzung unglaublich bescheuert an und sieht sogar noch viel bescheuerter aus. Ausprobieren könnt ihr euch in 10 verschiedenen Szenarien. Und wer sich bei der Trauerrede nicht halb totlacht, der hat einfach keinen Humor. Aber es ist Vorsicht geboten, denn wenn ihr es zu sehr verkackt, dann besteht immer die Gefahr, dass euer Gesicht in einem einzigen Grimassenfiasko explodiert. Also, falls ihr mal echtes Fratzengeballer sehen wollt, ohne dafür auf der Berghain-Toilette rumzustehen, dann ist Speaking Simulator euer Game of the Year. Desert Eagle kennt ihr vermutlich alle, aber Desert Bus? Also falls ihr bislang noch nicht mit einer der kuriosesten Simulationen überhaupt in Berührung gekommen seid, dann seid froh. Denn Desert Bus ist so derbe langweilig, dass es inzwischen sogar eine Spendenaktion gibt, um das Spiel irgendwie interessant zu machen, die sich Desert Bus for Hope nennt, bei der Geld für einen guten Zweck gesammelt wird, während, ja, ihr habt's mit eurem gigantischen Gigabrain wahrscheinlich bereits erraten, Desert Bus gespielt wird. 2020 kam dabei über 1 Million $ zusammen und deshalb ist Desert Bus einer der langweiligsten und beknacktesten Simulatoren überhaupt, gleichzeitig aber auch Anlass
für einen der größten Spendenstreams der Welt. Falls ihr so hardcore drauf seid, dass ihr Desert Was mal selbst spielen wollt, gibt es hier noch eine kleine Zusammenfassung der unglaublichen Langeweile, die euch erwartet. Ihr sitzt an Bord eines Busses, der 8 Stunden lang von Tucson, Arizona nach Las Vegas fährt, immer unter Berücksichtigung der maximalen Höchstgeschwindigkeit. Und weil Kurven, Ampeln oder Kreuzungen anscheinend zu kompliziert zu programmieren sind, geht es einfach die ganze Zeit nur geradeaus. Und wenn ihr am Ziel angekommen seid, wartet auf euch schon euer Lohn für die ganzen Strapazen. Ein einziger Punkt. Außerdem dürft ihr auch wieder zurückfahren, was übrigens der einzige Augenblick im Spiel ist, bei dem es wirklich spannend zugeht. Denn wenn ihr nicht schnell genug reagiert, dann verfällt dieses luxuriöse Angebot und es heißt Game Over. Maximal 99 Punkte könnt ihr euch sichern, jeweils einen Punkt pro Hin- und einen Punkt pro Rückfahrt. Perfekt für den Lockdown eigentlich, denn falls ihr die nächsten 41 Tage keine besseren Pläne habt, könnt ihr Desert Bus auch einfach mal durchspielen. Damit herzlich willkommen im Dr. Freud Frage-Antwort-Simulator. Wir wollen jetzt natürlich von euch wissen, welche Simulation würdet ihr am liebsten mal spielen? Und das muss jetzt auch keine von den vorgestellten Sims sein, wir wollen einfach an euren Träumen teilhaben. Also, ab damit in die Kommentare und vielleicht schnappt sich ein Entwickler ja eure Idee und Steam ist bald wieder um eine weirde Simulation reicher. Und wenn ihr uns für dieses Video reich belohnen wollt, dann macht das doch gerne mit einem Daumen nach oben oder einem Abo und wenn ihr das schon macht, dann bitte die Glocke drücken. Die anderen Videos gibt's natürlich hier links, rechts, oben, unten, ihr wisst Bescheid. Und für mich heißt es jetzt wie immer, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.